In Zell an der Bram fand das schon traditionelle 360-Minuten-Rennen für Maurersack statt. Es ist ein Rundkurs, bei dem es um Ausdauer geht, sowohl für Fahrer als auch für die Rennsackserl. Je länger das Rennen dauerte, umso weicher und schmieriger wurde der Boden. Das Maurersacksrennen stand für die Gaspolzhofener unter keinem guten Stern. Obwohl man am Tag vor dem Rennen noch intensiv an den Sackseln schraubte und Einstellungen vornahm, kam auf dem vierten Platz liegend die herbe Enttäuschung. Nach einem technischen Gebrechen musste sich das sonst so siegesverwöhnte Gaspolzhofener Team geschlagen geben. Man nahm es aber trotzdem mit Humor und bereitete sich auf die nächsten Bewerbe vor. Eines sollte man noch hervorheben, die Kollegialität unter den Teams ist hervorragend. Trotz Eifer und Anstrengungen, den Sieg selbst zu erringen, wenn jemand Hilfe braucht, springt auch einmal ein Helfer oder Mechaniker von einem anderen Team ein, um das Gefährt wieder in Gang zu bringen.